Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Und ich freue mich, dass ich auch mal wieder dabei bin. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind. Und von daher machen wir jetzt noch schnell den Risikohinweis. Ja, so schnell wieder auch nicht, denn dieser Punkt ist wichtig. Wie immer gilt oder dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Auch wenn Herr Thorsten vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Das ist wichtig und das bleibt wichtig. Gut, also, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, guten Morgen. Zack. Falls der eine oder andere das noch nicht bemerkt, 48, 7.48 Uhr, das ist für mich pünktlich. Wir starten um 48, weil wir so den einen oder anderen dabei haben, der nie vor 48 kommt. Ne? Und da wir erwarten wollen, bis alle da sind, nutzen wir die Zeit morgens manchmal auch für andere Sachen. Und das sieht man jetzt hier auf dem Bildschirm. Wie ihr wisst, wohnen wir ja an der Werra. Wie vielleicht bekannt ist, sind wir, meine Frau und ich, Hobbyfotografen, was man ja in unserem Reisebericht auch entnehmen kann, den wir auf der letzten Tour gemacht haben. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben immer noch unseren kleinen Hund. So, jetzt könnt ihr die Kombination zusammennehmen. Hund muss morgens leer. Also, wenn Hund leer muss, geht man an die Werra und dann sieht man sowas. Genau so ein Bild. Und dann verharrt man da auch mal einen Kinderdenker. Ne? Deswegen. Und das tut gut, das kann ich jedem nur empfehlen, morgens so eine Runde zu drehen. Das hilft, das pustet die Birne frei. Glücklich die, die an der Nordsee oder so wohnen, weil die haben sogar das Glück, dass da richtig frei gepustet wird. Wie man sieht, keine Werra. Jetzt sieht man mich. Hat man das Bild gerade gesehen vom Sonnenaufgang? Ja. 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 So viel zum Verheiratet, ne? Das ist. Okay. Ja, ich kann das jedem nur empfehlen, morgens nicht direkt das Kissen aus dem Gesicht bügeln und eine Bürste mit so einer komischen Creme einmal durchs Geschmeide ziehen. Und dann sich an den Schreibtisch quälen, noch den letzten Rotwein aus den Augen reiben und dann so, wir gehen mal in den Schock. Sondern es hilft manchmal wirklich, sich morgens fit zu machen und eine Mütze frische Luft einzuatmen, egal ob warm oder kalt. So, für alle, die nicht regelmäßig hier sind, ich befinde mich wieder in meinem oder in unserem Büro. Wir arbeiten wieder von zu Hause, auf jeden Fall diese und nächste Woche. Und da es uns da oben so gut gefallen hat und die Corona-Regeln uns hier fürchterlich auf den Keks gehen, haben wir beschlossen, übernächste Woche wieder zu starten und die gleiche Tour nochmal zu machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns hier wieder begleiten. www.der-reisendehändler.de. Ich wurde gebeten, heute Morgen bitte mit dem DAX zu starten, weil wir haben gestern bei der 15.475 den DAX geschortet. Und dem möchte ich ganz kurz auch die Priorität geben, weil etliche unserer Mitglieder in dieser Nummer festsetzen. Wir haben bei 15.475 geschortet, Stop
lag 15,35. Das High gestern Abend außerbörslich dann bei 15,546. Wie bekannt ist, nehme ich für meine Positionen über Nacht den Stop raus, weil es schon oft genug böse Überraschungen gab. Voraussetzung ist natürlich, dass das Konto auch dementsprechend mal diesen Schwung über Nacht eventuell ab kann und dass man das über Nacht auch abfedern kann. Wenn man jetzt mit zwei DAX da drin ist und der mal 200 Punkte hin und her fegt, dann müssen da schon mal 400 Dollar oder 400 Euro, besser gesagt, müssen da schon mal abgefedert werden. Dazu kommt, dass man die Nerven dazu haben muss, sowas über Nacht auch durchzustehen. Alles, was ich hier sage, sind, wie gesagt, der Nelson hat es vorhin gesagt, sind keine Handelsempfehlungen, es ist unser Stil. Meins, meiner, hier, ich, ne, mein innerer Schweinehund. Hat den Hintergrund, wir können uns das ja gerne mal zum Thema machen, uns das gerne mal anschauen, dass über Nacht gerne Bewegungen gemacht werden, die tagsüber oder dann morgens sehr schnell wieder zurückgenommen werden. Deswegen auch die Anfrage von unserem RLP, sage ich jetzt mal, der heute Morgen gleich gefragt hat, ob ich was zum DAX sage, zu der Position 84 sage. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die jetzt überhaupt zeigen kann. Schauen wir mal, ob ich das jetzt hinkriege, ohne jetzt hier jemanden. Okay. So. Die Frage war ja auch, warum die Position 84. Wir haben seit diesem Jahr ein neues Positionstool, welches wir für die Forex Pro Community nutzen, wo jede Position durchnummeriert ist, damit man die auch besser nachvollziehen kann, wenn man dann am Wochenende in die Performance-Liste schaut und das nachvollziehen möchte. Das war genau die Nummer 84, ist genau diese Position gewesen. Wir schauen mal hier in den M5. Da habe ich vorhin ein bisschen was platziert. Nein, gestern schon. Ich glaube, gestern Abend schon unter diesen Tiefs hier habe ich mir ein paar Short Stops hingepackt, die greifen sollen, wenn er nach unten wegziehen sollte. So sieht das bei uns dann aus. Na komm her. Das weg. So sieht das bei uns in der Community aus. Wenn ich so eine Position platziere in unserem Tool, dann kommt hier eine Nachricht auf Slack bei uns in der Community an. Neue kurzfristige Position Nummer 84, Short Entry 15,475. Und dann kommen die Eckparameter dazu. Es wurde eine neue DAX-Position Richtung Short 4,75. Der Stop-Loss liegt bei 5,35, Take-Profit bei 2,55 eröffnet. Diese Nachricht kommt, wenn ich dann den Stop verändere, würde ich das auch da kommunizieren. Wie gesagt, bei uns ist bekannt, dass der Stop über Nacht dann rausgenommen wird. Also ich nehme ihn nachts raus, weil genau solche Bewegungen hier entstehen können. Jetzt schauen wir uns mal die Nachtfenster an. Bei manchen Positionen, da
sehen wir hier zum Beispiel, das hier war der Abendverlauf und über Nacht dann diese Nummer wieder hoch, um dann morgens gleich wieder runterzuziehen. Das heißt, wenn man hier so eine Position dann hier oben drüber mit einem knappen Stop versehen hat, dann wird man rausgekegelt oder man zieht den Stop hier oben hin, dann wird man womöglich rausgekegelt. Hier morgens 7:30 wird man womöglich rausgekegelt und dann guckt man kurz danach und dann sieht man, die Nummer wäre wieder schön nach unten gelaufen, hätte da sehr gut funktioniert. Deswegen treffe ich so eine Entscheidung morgens. Die Folge weiterhin davon ist, dass wir gerne morgens das Nachthoch oder Nachttief jeweils nochmal ansteuern. Wir hatten das Hoch hier gestern Abend um 10:30 ungefähr. Dort hatte das High gemacht bei der 46. Dieses High hat er jetzt hier rausgenommen bei der 54. Und jetzt dürften wir direkt da runterlaufen, um das Nachttief zu holen. Das war jetzt nicht klug. Okay. In der Regel benutze ich diese Nummer hier, wenn er so ein nachlaufendes Hoch macht und lege unter diese Kerze hier direkt eine Short Stop. Direkt darunter unter die 45, wenn er nämlich dieses Hoch wieder zurückholt, dann rennt er in der Regel dann auch hier runter an dieses Tief. Jetzt bin ich Market rein. Und muss jetzt den Stop da oben drüber legen und würde in diesem Fall nach diesem Setup diese Nummer hier unten nur nach diesem Regelwerk, nur nach diesem Regelwerk würde ich diese eine Position hier unten schließen. Das wäre das Regelwerk, diese Nachtnummer hier einmal abzuarbeiten. Ich lasse diese Position jetzt mal so stehen, weil wir haben hier eine andere Nummer. Ich lasse die Position jetzt einfach mal so laufen und wir schauen erstmal auf den Euro, weil der hat bei uns Priorität. Ist das okay? Hat Nelson euch den Stift zum Schreiben weggenommen oder was? Warum ist das ein schlechtes CRV für diesen Trade? Ich mag auch den Begriff Trade nicht. Für mich ist das eine Position. Ich bin kein Trader, ich bin Händler. Wir haben 30 SL und 65 Tick Profit nach diesem Setup, wenn wir an dieses Tief hier runterlaufen wollen. 30 zu 65 ist ja ein CRV von 2 zu 1. Die Chance wäre besser gewesen, gleich oben reinzukommen. Ja, nämlich genau hier drunter. Dann haben wir den Entry bei der 45 und den Stop dann bei 15 und dann haben wir ein CRV von 5 zu 1. Das ist wohl richtig. Aber Knopfdruck verpasst. Soweit verstanden, was ich hier mache? Immerhin habe ich durch den Hans jetzt festgestellt, dass der Nelson euch nicht die Malstifte weggenommen hat, dass ihr sogar schreiben will. Würde ich nie machen. Manchmal macht der Nelson das. Dann geht er durch die Reihen und sagt mir, pass mal auf, ihr schmiert hier mal nicht so viel rum, ne? Ich nehme euch mal die Stifte weg. Ich merke, du hast mich auch vermisst. Genau. Der Nelson braucht die Stifte nämlich für seine Kinder. Soweit klar? Oder lauert ihr alle auf den Euro hier und haltet euch deswegen zurück? Oder zittert ihr jetzt schon, weil er den DAX jetzt geschaut hat? Okay. Schauen wir uns den Euro an. Das ist unser Plan von gestern. Renaudi, liebe Renate aus Lichtenhagen, die hat es verstanden.
Wir haben gestern hier diesen Keil eingezeichnet, den haben wir uns aus dem H1 geholt, haben ihn hier in M5 übertragen. Na okay, wir wollen hier runter, eventuell in diese Tiefs nochmal abarbeiten, um dann nach oben wegzuziehen. Hier unten den ersten Entry. Wir haben hier die 1.1399. Und der Thomas RLP hat gestern mir einen schönen Tipp gegeben, man darf eben manchmal nicht zu geizig sein. Und da hat er recht, weil ich wollte ihn bei der 1.14 erwischen. Ich wollte den Euro bei der 1.14 longen. Das ist der pure Geiz, der einen da prügelt. Und wir waren bei 1.14023. Wenn ich sage 1.14, dann geht meine Long Limit auf 1.14.02, 2 Punkte darüber. Das heißt, er hat meinen Long hier um 0,00003 Pips verfehlt. Diese Nummer wird bestraft. Wir haben hier oben unseren Zielbereich bei der 32, den nächsten bei der 40 und bei der 45. Und wir sehen, er hat genau diese Nummer in einem Rutsch durchgezogen. Da dieses hier runter und dann auch hoch mein Plan war, ist es normal, dass ich hier in diesem Bereich hier an der 14.02 die doppelte Positionsgröße platziere, um dann eine Position hier oben glatt zu stellen und die zweite Position Break-Even abzusichern oder mit dem Tagesziel für heute, dann hätte ich nämlich heute frei. Hätte, wäre, Fahrradkette, ne? So, Nummer verpasst, also nichts zu machen, keine Chance da irgendwas zu tun. Leider Gottes. Der grobe Plan, den wir hier haben, bup, 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 bup. Der hat hier immer noch Gültigkeit. Wir haben diesen Plan gemacht im H1. Und den pflücken wir jetzt hier mal auseinander. Da schreibt mir jemand hier rein, der DAX kann BE. Warum kann der DAX BE? Nein, DAX kann immer BE. Wenn man einen Punkt vorne ist und man sich dann ärgern will, dass das Setup nicht aufgeht. Oder dass man bei dem Setup nicht dabei ist, dann kann der DAX immer gleich BE. Meine Regel sagt, dass der Stop dann BE geht, wenn ich genauso weit im Gewinn bin, wie ich im Risiko war. So, kann man noch was erkennen an dem Muster? Dann nehmen wir das hier mal raus, weil das haben wir von letzter Woche oder von vorletzter Woche mit Ziel und Bonusziel und so. Zack. So, ich schiebe das mal ein bisschen zusammen. Wie man an der Nummer erkennen kann, hier sind wir. Oder malen wir hier an dieser Geschichte schon eine ganze Weile rum? Und jetzt sind wir an diesem High mit dem extremen Rücklauf wieder angekommen. Wir haben hier dieses Hoch bei 1.14.82,5 und wir haben hier das Hoch bei 1.14.83,4. Das heißt, dieses Hoch, dieses V hier wurde komplett nach oben aufgelöst. Und jetzt wird es den Lutz gleich freuen. Was wird das hier, mein lieber Lutz? Der eine oder andere, der hat ja davon nicht alle im Schrank. Aber der Lutz ist, glaube ich, gar nicht da. Der hätte sich schon lange gemeldet.
der hat wahrscheinlich kein Internet. Das kommt davon, wenn man morgens am Strand liegt. Ich mag ja diese Bezeichnung nicht, auch wenn sie an der Börse manchmal benutzt wird, aber das hier kann von der Form her eine Tasse mit einem Henkel werden. Da dieses ja im Netz sehr oft, ich benutze dieses Regelwerk an sich benutze ich nicht, ist für mich zu undurchsichtig. Dieses deckt sich aber mit anderen Regelwerken, die wir anwenden und die mir dann auch sagen, pass auf, wir haben hier eine komplette Bewegung nach oben, wir haben hier Bewegung 1, wir haben hier eine Korrektur, wir haben Bewegung 2, wir haben hier die Korrektur und wir haben Bewegung 3. Wir haben diese Bewegung hier, dann Luft oder mit dieser Bewegung haben wir Luft bis zur 1,1609. Das ist unser Ziel nach oben, um diese dritte Nummer hier zu nutzen und nach oben zu handeln. Übergeordnet, der eine oder andere bei euch kennt das überhaupt nicht. Was ist übergeordnet? Ich bin verheiratet, ich bin immer untergeordnet. Erklär mir, definier mir bitte mal den Begriff übergeordnet. Man hat mir am Altar gesagt, jetzt bist du verheiratet, jetzt bist du untergeordnet. Wenn mir nämlich übergeordnet hier, wie mache ich das jetzt, dass wir jetzt nicht durcheinander kommen, wir machen erstmal gar nichts. Wir nehmen diese Marken hier, die sind ausschlaggebend. Diese Marken hatten wir uns schon vor einer Woche rausgezogen. Über eine Woche rausgezogen und diese sind auch sauber abgearbeitet worden, auf jeden Fall die 1,14,83,5. Als nächstes hätten wir die 1,16,09, aber erst dann, wenn wir hier oben über die 1,14,83,5 kommen. Wenn wir über 1,14,83,5 den Schlusskurs hinbekommen, dann wird direkt die 1,16,09 als Ziel aufgerufen. Und um dieses Ziel noch etwas zu verbessern, müssen wir auf eines achten. Auf was? Was fällt euch an diesem Bild auf? Machen wir mal ein bisschen Theorie. Wir haben sogar mit dem Florian letzte Woche haben wir gesagt, pass auf, wir haben hier eine Abwärtsbewegung, weil wir sind hier korrekturlos oder hier nur mit dieser einen kleinen Korrektur nach unten marschiert. Und ab da haben wir hier diesen Bruch und haben Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier haben wir dann aufgehört. Nichts mehr bewegt. Und dann haben wir wieder, um das fortzusetzen, Bewegung, der Roland hat aufgepasst gestern, muss das mal ein bisschen heller machen, dieses Grüne, dann sieht man das nicht, aber das ist nicht zu hell. Kann man sehen, oder? Ich mache die Linie mal noch ein bisschen dicker. Heute ist ein schöner Tag. Kaffee kommt von rechts. Danke. So. Die Linie soll da bleiben, wo sie ist. Ich will nur die Grünen hier verschieben. Ich will die Grünen verschieben. Darf man, ne? So. Und dann haben wir übergeordnet Bewegung. Korrektur. Und jetzt wird es ab hier interessant. Sehr interessant. Wir haben Bewegung. Ne, Korrektur. Und Bewegung.
Wir haben hier Bewegung. Das hier haben wir letzte Woche auseinandergepflückt, warum das hier keine Rolle spielt. Wer kann sich erinnern? Warum spielt dieses Tief hier keine Rolle? Oder haben wir das nur bei den Paternostern auseinandergepflückt? Der Robert H. hatte das sauber erkannt in dem Webinar. Na, dann haben wir es doch, wenn der Bernd K. das sieht, dann haben wir das wahrscheinlich doch letzten Donnerstag gemacht, oder? Dann haben wir euch dran teilhaben lassen. Jetzt mal sehen, so großzügig sind wir, ne? Es gab hier in diesem Bereich kein neues Hoch. Und da es hier kein neues Hoch hat, zählt dieses Tief auch nicht, sondern neues Hoch haben wir erst danach. Und danach zählt dieses Tief. Erst dann zählt dieses Tief. Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, jetzt wird diese ganze Geschichte natürlich etwas interessanter. Weil wir haben uns bis hierher sauber durchgeschlagen, immer mit dem letzten Tief. Wir haben keinen Trendbruch. Und jetzt wird die Geschichte etwas kribbeliger, wenn wir ein bisschen höher gehen. Das Dreieck kann ich rausnehmen, weil nicht mehr benötigt. Ausgesessen die Nummer. So. Zack. Zack. Wir haben sogar das Tief da. Wir müssten das wahrscheinlich mal in eine kleinere Zeiteinheit dann ziehen. Dann kann man da feiner drin arbeiten. Aber ich habe eine andere Idee. Ihr macht das. Ihr macht das mal als eure Hausaufgabe. Auf jeden Fall unsere Paternoster, unsere Gäste hier können ja zu nichts verdonnern. Die können ja machen, was sie wollen. Die sind ja wie Nelson. Die machen einfach, was willst du. So. Wir haben hier diese Nummer. In dieser Abwärtsbewegung haben wir eine Bewegung und haben uns hier sauber hochgeschaukelt. Sauber, ohne irgendwo einen Trendbruch zu vollziehen. Das heißt, den ersten Trendbruch haben wir wo? Macht da mal ein bisschen mit, dann macht das doch viel mehr Spaß. Auf Nelson können wir uns nicht verlassen, der weiß es nicht. Lutz ist nicht da. Der verdrückt sich immer, wenn es was zu lernen gibt, weil er weiß es auch nicht. Wir sehen, dass wir nämlich ab hier, da hier lässt der Schwung in der Bewegung nach. Und wenn der Schwung in dieser Bewegung nachlässt, das erkennt man aber sauberer, wenn man eine Etage in der Zeiteinheit tiefer geht, was wir euch wärmstens empfehlen. Und dann haben wir ein neues Hoch. Mit diesem Hoch ist eine Etage tiefer dieses Tief gültig. Mit diesem Hoch, was wir hier oben drüber machen, ist dieses Tief gültig. Und wir sehen, wie die Bullen hier extrem nachlassen. Ne? Die eine oder andere. Ey. Nee, sage ich jetzt nicht. So, jetzt muss ich Markierung wegnehmen, sonst lösche ich gleich aus Versehen was, was ich gar nicht löschen will. So, und damit haben wir da mit diesem Schwung
und hier drunter den ersten Trendbruch. So, jetzt muss ich dem Ding mal noch einen Namen verpassen. Dann haben wir dann hier auch eine Marke dazu, ne? Da. Ich schreibe das mal in einer anderen Farbe hier, sonst wird mir hier Kirre im Kopf. Da. Da haben wir das Tief bei 1,1437,5 und dieses Tief, wie wir sehen, hier ein bärisches Harami und dann klatsch durch und schließen sogar hier unten mit einer Glatze. Jetzt nehmen wir diese ganze Geschichte mal ein Stück weiter. Jetzt kann ich das ja auch ein bisschen größer machen. Was sehen wir jetzt? Wie würdet ihr jetzt weiterdenken? Ich male mal weiter. Vielleicht könnt ihr mir ja dann ein bisschen helfen. Das hier ist dann die erste Bewegung nach oben, richtig? Einmal sauber kontrollieren. High 1,1463,8 und hier das High 1,1464,8. Damit zählt dieses hoch. Und dann zählt dieses tief. Und dann zählt dieses hoch. Mache ich alles richtig? Ist das richtig so? Guck mal hier. Jetzt geht's doch. Kommt dann langsam Bewegung rein. Der eine sagt ja, der andere sagt nee. Der eine sagt, die Blauen kommen zu kurz. Keine Politik hier. Die Blauen kommen zu kurz. Geht doch, genau. Deswegen auch die Frage. Zack, den schieben wir beiseite. Da müssen wir hin. Und dann können wir gucken, wo schieben wir den hin? Wo schieben wir den hin? Wo packen wir den jetzt hin? Machen wir das so? Einverstanden? Der Bernd ist einverstanden, der Helmut auch, der Axel auch. Jo, jo, ja, passt, yes. Also manchmal mache ich das ja so, der Heiko weiß das, wenn einer so geil drauf ist und das richtig macht, dann kriegt er eine Budde Gele Köln, ne? Heiko? Okay, ob der Heiko heute hier ist. Deswegen antwortest du nicht mehr. Du hängst doch an der ersten Flasche, oder? Dann muss ich dir mal helfen. Februar, 19 Uhr.
Dann sind wir wieder auf Tour. Wir sind auf dem Weg nach Schweden. Ich würde die Bude abschließen an deiner Stelle. Also, 95% der Antworten hier sind falsch. Dieses Hoch gibt es noch nicht. Diese Bewegung darf in keiner Form gemessen werden, weil dieses Hoch hat erst Gültigkeit, wenn wir ein Tief hier da unten drunter haben. Da. Unter 1,1396. Wenn wir da nicht drunter fallen, hat ja, dieses Hoch keine Gültigkeit. Dieses Hoch erscheint erst dann gültig, wenn wir ein neues Tief haben. Solange ist das hier einfach Rauschen. Was fällt euch noch auf, wenn wir jetzt mal drauf schauen? Jetzt so unter uns, was Turmtöchtern, ihr petzt ja da draußen nicht, oder? Ja, hier kann man schlau werden, ne? Der Trendaufbau sieht etwas gequält aus. Trendaufbau sieht etwas gequält aus. Kenne ich. Als wenn mal jemand gesagt hat, der Trend geht zur Zweitfrau, da sah ich auch gequält aus. Was fällt euch noch auf? Also erstmal hier oben, ne? Wir schwanken in einer Range von 4 Punkten oder so. Und da müssen wir uns jetzt nicht die Birne heiß reden. Der DAX macht ja auch nichts Gravierendes, außer dass ich in 10 Punkten hin und her quäle. Oh, das hast du aber schön geschrieben. Es gibt eventuell einen ganz zarten Beginn einer Long-Bewegung. Oh, es gibt den. Hast du schön geschrieben, echt. Er bewegt sich ganz zart nach oben. Das werde ich in meiner nächsten Wochenanalyse schreiben. Der Euro bewegt sich in einer ganz zarten Bewegung nach oben. Er bewegt sich ganz zart long. Er ist ein zarter Longi, ein smarter Bulle. Muss man nicht alles sagen. Ja, ne? Ich mache das jetzt mal ganz bewusst breiter, damit man auch mal was sieht. Weil wenn ich jetzt so ein schmales Rechteck da reinpacke, dann übersieht man das gerne und das ist für eine Analyse tödlich. Männer, nehmt euch das bitte nicht zum Beispiel. Jetzt fangt nicht wieder an, euch heute Abend da irgendwie 10 Bier reinzuschaufeln und 2 Achsen. Und sagen, der Thorsten hat heute Morgen gesagt, macht euch breiter, damit man euch sieht. Ne? So ist das nicht gemeint. Wir haben hier die Bewegung, die Abwärtsbewegung von da nach da, dahin. So, um das genau zu bekommen, muss ich mir jetzt die Parameter rausholen. 1, 14, 11. Also lassen wir die jetzt auch, weil ich will das bloß breiter haben. 1, 14, 11. Gut, passt noch. Ihr müsst das ja bei euch selbst alleine zeichnen. So, wir haben hier praktisch die Bewegung, wir haben diese Korrektur. Und wenn wir dieses jetzt als hoch ansetzen, was ja unser gültiges Hoch ist, was dann? Was fällt euch jetzt auf? René, schönes Wochenende in der Schweiz. Was fällt euch jetzt auf?
Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder da fehlt noch was unten. Naja, dem einen oder anderen fehlt da was unten. Entweder ist Welle 2 hier zu Ende, also die C-Welle hier zu Ende, dann ist die Welle C kürzer als die A und spricht dafür, dass keine dritte Abwärtsbewegung kommt. Oder sie ist noch nicht zu Ende, diese Abwärtsbewegung, und die wird noch ausgeweitet bis dahin. Weil wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch kein neues Hoch. Solange wir kein neues Hoch haben, sind wir noch nicht fertig. Das heißt, wir haben hier unten als Ziel die 1,13915. Wo habe ich diese Woche meine Stops hingesetzt für meine Long Setups und warum will ich bei der 1,14 Long gehen im Bereich 1,14? Wo habe ich meine Stops platziert? Wer hat es im Kopf? Was ja morgens euer Job ist, sich sowas aufzuschreiben und in die Birne zu nageln. Was war die ganze Woche meine Aussage? Wo gehören Stops hin? Unter 1,13,94 hattest du sie. Wir hatten den Zielbereich bei 1,13,94. Das ist richtig. Ich habe gesagt, ich lege meine Stops auf 1,13,90, 1,13,91. Genau da sollte nämlich diese Bewegung zu Ende sein. Ich habe vorgestern, glaube ich, am Dienstag früh im Webinar bei 1,14,04 gelongt und habe dann den Stop auf 11 Punkte gesetzt. Das war ein Fehler. Das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Der Stop hat da scheiße gesessen. Und danach habe ich es dann korrigiert und gesagt, Stops unter 1,13,90. Genau deswegen. Bewegung A, Bewegung C, C kürzer als A. Entweder wird es nachgeholt bis an die 91,5 oder wir haben die Bewegung C fertig hier und dann ist sie kürzer als die A und dann sollte keine mehr kommen. Bedingung für A gleich C ist, die erste Grundbedingung ist, dass ein Tief darunter entsteht. Darunter. Bewegung A und wenn das in so einer Korrektur ist, dann muss das gleich, die C muss gleich A, das Tief von A minus 1 sein. Ich spreche ganz bewusst so schnell, damit ihr das nicht mitschreibt. Nee, ich spreche so schnell, weil ich weiß, dass ihr es nicht mitschreibt. So rum. Ihr merkt euch das ja alles. So, das vorausgeschickt bleibt noch ein Blick da drauf. Jetzt haben wir diese Kiste ja schon mal auseinandergepflückt hier. So, was fällt euch nochmal, um auf diese Nummer zu kommen, was fällt euch hier noch auf? Wenn man jetzt auf dieses Bild guckt, wenn man auf diese Zeitebene guckt, haben wir gesagt, erste Bewegung, Korrektur. Zweite Bewegung hat auch geholfen. Die Korrektur ab hier eventuell die dritte Bewegung bis zu 1,16,09. Wie kann man sich das übergeordnete Ziel holen? Wir haben hier eine saubere Bewegung durchweg. Wir haben hier den ersten Trendbruch. Und wenn wir diese Geschichte haben, dann ist das sogar hier die erste Korrektur. Und das hier ist ganz übergeordnet eine Bewegung.
Die mache ich jetzt mal ein bisschen blasser, sonst kriege ich wieder Ärger mit dem Markus. Der schimpft dann immer mit mir. Ich sage ihm, er kriegt Augenkrebs. Da. Und dann müssen wir nämlich abwarten, wo die nächste Bewegung startet, weil wir haben jetzt hier den ersten Trendbruch. Und im Moment ist es ja so, dass der Start hier erfolgt ist oder erfolgen wird. Und damit hätten wir hier oben das nächste übergeordnete Ziel für die zweite Welle. Übergeordnet ist das hier Welle 1 und dann folgt Welle 2, weil hier durchweg diese Geschichte durchgelaufen ist. Hier haben wir einen Doppelboden, der nach oben aufgelöst wurde. Warum das andere zwischendurch nicht zieht, haben wir letzte Woche auch schon auseinandergepflückt. Das heißt, dem vorausgeschickt hier bevorzugen wir welche Richtung? Welche Richtung ist unsere bevorzugte? Sehr schön. Und ab wo? Ab welcher Marke sollten wir oder ab wo sollten wir diese Richtung bevorzugen? Antonio, warum? Erstmal vorneweg, ist es richtig? Ich habe gestern immer kommuniziert, ich will ab der 1,14 ungefähr will ich long gehen, weil meine Stops müssen unter die 90 oder auf die 90. Wir müssen sogar damit rechnen, dass wir jetzt hier in diesem Bild noch einmal hier durch dieses Tiefspiken, hier haben wir die Limits abgearbeitet, hier drunter liegen jetzt noch ein paar Stops, die sollten nochmal geholt werden. Das heißt, egal, ob das nachher um 9 ist, ob das jetzt irgendwelche News sind oder Sonne, wir müssen damit rechnen, ein kurzer Spike hier runter und dass wir dann erst nach oben wegziehen. Hier befinden wir uns im Niemandsland. Für die, die gestern dann, ich will nicht sagen gemeckert haben, aber kritisiert haben, warum handeln wir den Euro heute nicht? Weil ich hier keine klare Linie drin habe. Und solange ich keine klare Linie habe und mit keinem vernünftigen CRV handeln kann, habe ich das Problem. Das Problem habe ich nicht mehr, wenn ich hier an die 1,14 komme, vielleicht sogar den Spike hier drunter sehe, den Spike hier drunter sehe, weil dann komme ich mit einem Maximalstock von 12, 13 Punkten hier in den Markt. Je tiefer ich reinkomme, an der 96 oder vielleicht sogar an der 92, je tiefer ich reinkomme, desto besser ist mein CRV, desto größer kann ich meine Position wählen, weil meine Stops müssen hier unter die C-Welle. Nach diesem Ansatz, nach diesem Regelwerk, nach meinem Handelsansatz. Deswegen muss ich warte, bis wir irgendwo hier unten in dem Bereich 1,14 sind. Ich habe gestern meine Position auf 1,14,02 gepackt. Das war zu geizig, aber okay, dann muss ich jetzt ein bisschen warten. Und dazu machen wir uns jetzt mal hier einen Plan. Und fällt euch an dem jetzt was auf? Ich habe jetzt mal ganz schnell unsere Zielbereiche, die automatisch angezeigt werden hier. Fällt euch daran was auf? Die roten und blauen Linien sind die von gestern. Und der Lutz hatte mir vorhin einen Plan geschickt und hatte gefragt, ob der in Ordnung ist. Und er hat gesagt, ich sage da nachher was zu. Deswegen traut er sich jetzt wahrscheinlich nicht. Weil er meinte, ob ich denn mit seinem Plan nicht einverstanden wäre. Ich hatte mir vorgenommen,
dieses hier genau auseinander zu pflücken, warum, wieso, weswegen wir das so machen und so denken. So. Und die waren gestern aktuell, die nehme ich mal weg. Die Linie hier spielt keine Rolle mehr. Die hier kann ich erstmal die Markierung aufheben. Sonst geht da jetzt was in die Hose. So, 1.16.09 bleibt stehen für das hier ändern wir gleich. Da haben wir noch die 1.14.04 von vorgestern drin mit SL11. Jetzt würde ich diese Geschichte ändern. Long 1.14.01 und würde das hier auf meinen Maximalstopp setzen, auf die 13. Der, wenn wir von da kommen, für das Tagesziel ist die, das erste Ziel oben 1.14.30. Wäre hier das Ziel und TP für Position 2, 1.16.09, hat sich nichts dran geändert, weil das übergeordnete Setup bleibt das gleiche. Heißt, ich würde liebend gerne sehen, dass wir einmal hier runtergehen in diesen Bereich. Vielleicht sogar da noch drunter. Ist aufpassen, dass die Linien sich nicht so dolle verschieben. Die verändern ja ihre Maße, wenn man sie hin sieht. So. Und als kleines Schmankerl für die, die es nicht lassen können. Das ist die grobe Richtung, das ist der grobe Plan. Und jetzt den Feinplan für die, den mache ich jetzt auch in hellgrün, etwas schwächer. Dann darunter und dann da hoch. Grobes Setup ist für beide das gleiche. Wir haben hier heute unsere Sperrzone. Zack, die haben wir da. Wir dürfen einmal ganz kurz oben drüber, sollten idealerweise nach unten abgewiesen werden, bis ungefähr in diesem Bereich. Und dann long ab ungefähr 1.14.01 circa. Das heißt, man kann auch schon bei 1.14.03 oder so dann seinen Long Limit hinlegen, wenn man nicht so geizig ist. Ich entscheide das erst dann, wenn ich den Verlauf hier auch nach unten sehe. Wenn der da ist ein Gleichnis, sonst kriege ich wieder Ärger mit denen, die symmetrisch denken. Ich entscheide es erst, wenn er hier unten in diesem Bereich ist. Und das ist mein Plan, so ist mein Plan, so bleibt mein Plan. Und dann will ich davon ausgehen, dass wir genau diese Geschichte nach oben auch auflösen und dort auch ein bisschen was mitnehmen können, mitnehmen wollen. Für die, danke, ich weiß nicht, wer hier klappert. Muss mal gucken, wer das hier macht, was da an Bildern schon drin ist.
Der Falco klappert hier rum. Gut, danke. Damit ist der Tagesplan ja da auch drin, den man hier sauber umsetzen kann. Mutige Jungs benutzen schon ab hier oben eine kleine Shortnummer, um das Ding nach unten zu handeln. Haben wir gestern auch angedeutet, dass man von oben nach unten sich hier die Munitionskammer ein bisschen füllen kann, um dann hier die Bären abzuschießen. Dann haben wir hier unten schön die Munitionskammer voll und können hier auf die Bären ballern, was das Zeug hält, und nach oben wegziehen. Im DAX ist es genau andersrum. Da will ich die Munitionskammer lieben gerne für die Bullen vollpacken und dann auf die für die Bären vollpacken und auf die Bullen schießen. Diese Nummer gestern, die im DAX da gelaufen ist, bis jetzt an die 15.530 ungefähr, 15.45, ist für mich noch nicht ausschlaggebend, solange wir da oben nicht massiv drüber schließen. Die 15.510, 15.520, ein extremer Sperrbereich, wo ein Haufen, ich mag ja den Begriff nicht, aber ja, wo ein Haufen Widerstände sich sammeln, hier oben drüber müssen wir damit rechnen. Wir haben hier oben drüber jetzt die Stops geholt, wurden direkt abgewiesen. Jetzt müssen wir uns erst beweisen. Bewiesen wird es erst, wenn wir einen Schlusskurs hier oben drüber haben oder dass wir in die Korrektur gehen, wenn wir einen Schlusskurs unter diesem Tief bekommen. Aber der DAX ist für uns Nebenbaustelle. Die Hauptbaustelle bei uns beläuft sich im Euro-US-Dollar. Und ich glaube, den haben wir jetzt auch genügend auseinandergepflückt. Und wir haben dafür einen klaren Plan, sind fertig damit. Und wir verabschieden uns hiermit. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen in unser Gehirn gucken lassen, ein bisschen was erklären. Und ihr könnt vielleicht ein bisschen meine Denke nachvollziehen. Alles, was ich hier erkläre, alles, was ich hier erläutere, sind alles Sachen, die ich auf alle Märkte anwende. Alles ist reproduzierbar, alles ist auf die anderen Märkte, in anderen Märkten umsetzbar, wenn man es beherrscht. Und die Meldung hier, die mir, die Fragen, die ich gestellt habe, die Antworten, die hier kamen, waren mir erstmal danke, dass ihr mitgemacht habt, aber es waren sehr, sehr viele falsche Antworten dabei, was mir sagt, dass der eine oder andere vielleicht seine Denke und seine Blickweisen etwas schärfen muss und vielleicht etwas nacharbeiten muss. Wichtig ist, dass wir lernen, diese Analysen zu machen ohne jegliche Indikatoren. Danach, wenn wir dann unsere Analyse fertig haben, dann kann man unser Euro Pro nehmen als Unterstützung und dieses Bild vervollständigen, um sich das optisch dann darzustellen und zu sehen, okay, in welche Richtung sind wir jetzt unterwegs, long oder short. Und wir sehen, dass wir uns hier genau in diesem Unsicherheit oder unsicheren Umfeld befinden. Deswegen nach Euro Pro, nach unserem Regelwerk Euro Pro, Long Setups erst dort oben drüber, über der 1.14.31. Dort oben drüber Long Setups nach Euro Pro suchen. Short Setups würde ich sogar erst, das schreibe ich mal noch rein. Dann geht er nicht ganz so hilflos, ne? Im Tag. Long nach Euro Pro erst über 1.14.31. Okay. Und Short nach Euro Pro erst unter 1.13.90. Geschuldet A gleich C. Haben wir auseinandergeführt. Okay? Und damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.
Setzt es um, wenn ihr das Video wird nachher hochgeladen, glaube ich, oder morgen, ich weiß nicht, wann Florian das fertig macht, oder ob Nelson das übergeknackt gekriegt hat, das wird nachher hochgeladen. Ihr könnt euch die Aufzeichnung auf YouTube dann gerne öffentlich anschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Nee, den Daumen runter lasst ihr einfach weg. Sag mal, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es mir. Oder Nelson, der flüstert mir das dann schon. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin. Bis zum nächsten Mal, euer Thorsten. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Dabeisein und aktive Mitmachen. Ich wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Tag. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Aufzeichnung wird, wie eben gesagt, so schnell wie möglich hochgeladen. Bis dahin, alles Gute, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Bis dann.